wenn man sagt, ja, deutsche Gerichte ist ja alles super, Justiz unanfechtbar, unantastbar, sakrosankt, das Allerheiligste überhaupt. So, Beispiel für die Zuverlässigkeit der Strafbestimmtheit durch ein Gericht. Nehmen wir mal das Amtsgericht Dorsten vom 27.09.2012, Aktenzeichen 7 LS 29 JS 7408 73-11. Da ging es um einen Prozess gegen mich. Ich sollte für mindestens 2 Jahre ins Gefängnis. De facto natürlich lebenslänglich, nämlich meine Straftat, dass ich mich als römisch-katholischer Priester bezeichne, das ist ja eine permanente Sache. Ja. Das mache ich ja nicht, habe ich ja nicht einmal gemacht und dann nie wieder, sondern mache ich permanent. Das heißt also, ich kann für jeden einzelnen Fall 4 Jahre ins Gefängnis. Das Strafmaß des Gerichts sagt 2 bis 4 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. In dem Rahmen muss das Urteil sein. Und da hätte man sagen können, okay, tun wir den Ling erstmal 4 Jahre weg. Und nach 4 Jahren fragen wir ihn, hochwürdiger Herr Pater Ling, glauben Sie noch immer, dass Sie katholischer Priester sind? Hätte ich gesagt, ja. Und dann hätten die mich dann weiter da eingesperrt. So, dieser Thomas Schüler wurde dann auserkoren als Repräsentant der Vatikanum II-Gruppe, also der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Der sollte also die Frage beantworten, ob ich eine gültige Priesterweihe habe. Die Frage hat er nicht beantwortet, aber dafür hat er also einiges sehr, sehr Falsches, sehr, sehr Absurdes, sehr, sehr Böses, sehr, sehr Verleumderisches über mich geschrieben. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht, Falschgutachten und auch einen ausführlichen Zeilenkommentar geschrieben. Ich schreibe jetzt mal hier Revisionismus-Zeilenkommentar. Nämlich so sieht Revisionismus richtig aus. Ja? Man nimmt irgendwelche Behauptungen, wie zum Beispiel die von Schüller, so absurd die auch scheinen mögen, ja, man nimmt die mal so und klopft die mal im Einzelnen ab. Und dann guckt man, was sagt Schüller, um seine Position, seine Aussagen zu stützen. Wenn er überhaupt was sagt, oder schnattert er einfach nur daher, dann guckt man, was nun wirklich Sache ist. Also wie begründe ich zum Beispiel meine Aussage, dass ich katholischer Priester bin? Und dann macht man eben den Vergleich der Argumente. So. Und das habe ich gemacht in dem Zeilenkommentar. Ich bezeichne das nach wie vor als Lügenorgie. Auch wieder natürlich strafbar, Verleumdung und so weiter, aber mache ich trotzdem. Und das kann man sich zum momentan jedenfalls noch angucken unter Kommentar TK. Aber würde man auch wahrscheinlich sonst irgendwie mit finden, Zeilenkommentar zu Thomas Schüler Gutachten. So. Zu den Kernaussagen, das ist ein sehr umfangreiches Gutachten, der Zahlenkommentar ist noch viel, viel umfangreicher natürlich dann. Zu den Kernaussagen des Gutachtens gehört, erstens, über meinen Taufe ist nichts bekannt. Zweitens, ich muss annehmen, dass ich kein Diplom besitze. Man vergegenwärtige sich das bitte mal, ich muss annehmen, dass ich kein Diplom besitze. Naja, so, jeder einzelne Widerspruch gegen diese beiden und alle anderen Lügen, das sind ja nur 2 Beispiele gewesen mit Taufe und Diplom, Lügen des Gutachtens von Thomas Schüler, kann sofort mit unbefristeter Einweisung in die forensische Psychiatrie bestraft werden. Wer den Begriff forensische Psychiatrie nicht einordnen kann, informiere sich zum Beispiel über Gustl Mohlert. Gustl Mohlert hatte auf Straftaten hingewiesen, hatte Belege dafür vorgelegt, also Beweise vorgelegt, dass bei einer Bank Schwarzgeldverschiebungen durchgeführt wurden. Also, ist ja ganz klar, wie man reagieren muss. Man muss die Unterlagen von dem Anzeigenerstatter, also in dem Fall von dem Gustl Mohlert, prüfen und dann sagen, also entweder hat er Recht oder hat er Unrecht. Wenn er Recht hat, müssen wir die jeweiligen Straftäter dann bestrafen. So, die BRD ist einen anderen Weg gegangen. Sie hat einfach gesagt, das stimmt nicht, was der Gustl Mohlert behauptet, also stecken wir den in die Psychiatrie. Nämlich der glaubt das ja, was er behauptet, und da muss er also richtig schwer geisteskrank sein. Gustl Mohlert kam also 7 Jahre unschuldig in die forensische Psychiatrie. Die eigentlichen Straftäter, also die Schwarzgeldverschieber, wurden nie bestraft, nämlich als die Sache aufflog, war die Sache schon verjährt. Und auch die Richter und Staatsanwälte, die ja so grandios da den Prozess da geführt haben gegen Gustl Mohlert, sie haben ja auch gewonnen, ich meine, Mohlert wurde ja auch verurteilt, denen ist auch nichts passiert. Also weder Richter und Staatsanwälte wurden meines Wissens irgendwie bestraft für Rechtsbeugung oder irgendwelche Justizmängel oder so. Wüsste ich jetzt nicht, was passiert wäre. Aber jedenfalls hat sich das Justizministerium Bayern über den Fall Gustl Mohlert geäußert.
Dieser Fall Gustl Mörth ist ein Beweis für das Funktionieren des Rechtsstaates. Also, wenn jemand 7 Jahre unschuldig in die Klapse kommt, also in die Psychiatrie, ins Gefängnis, wenn die Straftäter unbestraft bleiben und auch diejenigen, die das ganze Schlamassel da mit inszeniert haben, unbestraft bleiben, dann beweist das, dass der Rechtsstaat funktioniert. Da kann man richtig aufatmen. So, jetzt zu Urteil gegen mich vom Amtsgericht Dorsten. Beim Angeklagten fällt schwer, eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche gesetzliche Bestimmungen. Also, das sage ich immer wieder, das stimmt insofern, als ich wirklich sage, man muss Gott mehr gehorchen als Mensch. Das hat Sokrates schon gesagt, wurde zum Tode verurteilt. Das hat Petrus gesagt, Apostelgeschichte 5,29, Petrus wurde auch zum Tode verurteilt. Das haben viele Märtyrer gesagt, eben Märtyrer wurden auch zum Tode verurteilt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und das ist, also zu sagen, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen, ist laut unverfechtbarer, endgültiger Rechtsprechung der BRD ein Zeichen schwerster Geisteskrankheit. Und zwar so schwer, dass der Betreffende generell uneinsichtig, generell unfähig ist, richtig zu leben. Ja? Also ich habe deswegen auch mich mal angezeigt, dass ich ja trotzdem noch das Diplom in die Kamera gehalten habe, obwohl ich ja das laut Gutachten ja nicht habe. Und da hieß es, ja, Sie sind ja so geisteskrank, also Sie sind ja so dermaßen schuldunfähig, da lassen wir das in dem Fall mal durchgehen. Aber da, wie gesagt, dafür gibt es keine Garantien. Also es könnte jeden Moment an der Tür klingeln, hallo, hochwürdiger Pater Ling, wir nehmen Sie jetzt mal mit in die Psychiatrie, damit wir Ihnen klar machen, dass Sie nie ein Diplom gemacht haben. Könnte sein. So, es gibt also widerstreitende Prinzipien. Erstmal das göttliche Recht, Vorrang der Wahrheit. Das ist das, was ich vertrete. Also ich sage, es gibt eine Wahrheit, man kann diese erkennen und muss die Wahrheit dann auch weitertragen, jedenfalls. Also, jedenfalls muss man an der Wahrheit festhalten. Die BRD und die Vatikan-II-Gruppe haben einen etwas anderen Ansatz, und zwar sie gehen aus von dem Vorrang der Staatsgewalt. Ja, also die weltlichen, gerichtlichen oder gesetzlichen Bestimmungen. Das ist das Nonplusultra. Ne? Also göttliches Recht. Nulla pöna sine lege, ist alles nichts. Was der Staat, was die Staatsgewalt sagt, das ist es, was zählt. Zum Beispiel, ich habe mal früher die Domain katholisch.de besessen. Ich habe erwähnt, dass ich die Domain katholisch.de besessen habe. Ich habe das gesagt, dass ich das besessen habe. Und jeder kann sofort nachprüfen, dass ich das besessen habe. Und es kann mir auch niemand verbieten, dass ich es besessen habe. Das ist ja kein Geheimnis in dem Sinne. Wie gesagt, es kann jeder sofort nachprüfen, als wahre Aussage. Naja, die Vatikan-II-Gruppe hatte da ein bisschen zu viel dran zu knabbern an dieser Wahrheit und hat dann beantragt, dass ich dafür bestraft werde. Und die BRD hat sich da willfährig gezeigt. Ich wurde dann auch zu Gefängnis verurteilt für diese Aussage, dass mir früher die Domain katholisch.de gehört hat. Also in Deutschland ist es genug, um in den Kerker zu kommen. So. Ich sage trotz und alledem, meine Taufe ist bekannt und zweitens, ich besitze ein Diplom. Somit besteht ein unlösbarer, absoluter Widerspruch zwischen dem auch zivilrechtlich für unanfechtbar erklärten Gutachten und der Wahrheit. Also ich hatte auch zivilrechtlich gegen Schüler geklagt, dass er bitte seine Aussagen über mich unterlassen soll. Ich sei ein Heretiker, ich hätte kein Diplom. Aber das Gericht, das war das Landgericht Münster in dem Fall, meinte, nein, nein, also Schüler oder überhaupt die Vatikan-II-Gruppe hat jedes Recht zu lügen. Das Gericht hat jedes Recht zu lügen. Nur sie haben keine Rechte. Ich habe unanfechtbar keinerlei Recht auf Wahrheit, weder darauf, sie selbst zu sagen, noch darauf, dass sie über mich gesagt wird. Also, ich darf nicht sagen, dass ich die Domain katholisch.de hatte. Ich darf nicht, ich muss hinnehmen, dass mich jemand verleumdet, ich hätte kein Diplom oder ich wäre ein Heretiker oder so. Muss ich alles hinnehmen? Ich darf nichts sagen. Das ist die eine Seite. Und dann, die V2-Gruppe und die BRD haben unanfechtbar das Recht zur Lüge. Unanfechtbar sage ich deswegen, weil ich natürlich auch das Bundesverfassungsgericht da eingeschaltet habe, aber die haben dann auch nichts dagegen einzuwenden gehabt, wie das alles in der BRD gehandhabt wird. Indem ich auf die Wahrheit hinweise, widersetze ich mich dem gerichtlichen Befehl, mich dem Gutachten zu unterwerfen. Hätte ich Recht, könnte man glauben, die BRD und die V2-Gruppe wären nicht absolut glaubwürdig, sondern nur brutal gewalttätig.
das Risiko, dass man meine Aktionen, also meine Aussagen jetzt so interpretiert, muss ich meines Erachtens eingehen. So, also, um mal die Sache ein bisschen zu illustrieren, zeige ich jetzt mal meine Taufurkunde, meine Firmenurkunde, meine Lektoratsurkunde, meine Begrüßung durch die V2-Pfarrer, durch die V2-Pfarrei, meine Urkunde vom Amtsgericht Dorsten und mein Diplom. So, meine Geburtsurkunde, der Rückseite ist meine Taufurkunde. Das war in Gelsenkirchen durch die Servitten bei Maria Himmelfahrt, Gelsenkirchen-Bur. Die Kirche gibt es noch heute, da kann man auch nachfragen. Die Taufe war am 9. September 1967. So, Firmenurkunde. Also die Firmung in der V2-Gruppe halte ich für ungültig. Ist, glaube ich, auch generell als ungültig anerkannt oder angesehen. Aber jedenfalls, ich habe mich auch katholisch doch firmen lassen. Die Taufe war gültig, aber die Firmung wahrscheinlich nicht. Und hier vom sogenannten katholischen Pfarramt St. Franz Sales. Hiermit bescheinigen wir, dass Rolf Lingen, geboren am 1967 in Recklinghausen, am 4. Dezember 1981 durch Weihbischof Dr. Gerd Dicke Aachen in unserer St. Franz Sales Kirche gefirmt wurde, gezeichnet Günther Essers Pfarrer. Kann man also auch nachforschen, ob das stimmt. So, meine Lektoratsurkunde. Ich war in mehreren V2-Seminaren Priesterkandidat oder Priesteramtskandidat, einmal in Essen und dann später in Chur. So, da ist eine Bestätigung, dass ich das sogenannte Lektorat empfangen habe, und zwar am 9. Februar 1994 durch den sogenannten Bischof Wolfgang Kahrs. Das ist so eine Verweigerung des Priestersakraments, also der Priesterweihe. Also das setzt aber voraus, dass ich getauft bin, ne? Das ist ganz klar. So. Es ging ja darum, dass ob bekannt wäre, irgendwie zu eruieren wäre, ob ich getauft bin. Und Schüler sagt ja, es wäre unmöglich zu erkennen. So, und dann, als ich nach Dorsten gezogen bin, das war Ende 1995, da hat mir die sogenannte katholische Pfarrgemeinde St. Agatha einen Brief geschrieben, also zugeschickt. Wird wohl ein Vordruck gewesen, aber nichtsdestotrotz. Da steht, lieber Herr Lingen, Sie sind neu in unsere Gemeinde gezogen, bla bla bla. Wir möchten Sie kennenlernen, bla bla bla. In der nächsten Zeit wird Sie ein Mitglied unserer Gemeinde besuchen, bla bla bla. Es grüßen Sie herzlich. Unterschrieben, Ulrich Franke, Pfarrer, und ein Vorsitzender des Pfarrgemeinderates auch noch unterschrieben. So, dann bin ich aus dieser V2-Gruppe ausgetreten, musste ich, um Priester werden zu können. Ich selber spende Sakramente auch ausschließlich an Leute, die aus der V2-Gruppe ausgetreten sind oder in Ausnahmefällen, wenn die mir versichern, dass sie es bei nächster Gelegenheit tun, also dann kann das auch mal sein, aber grundsätzlich muss man, um von mir ein Sakrament gespendet zu bekommen, muss man aus der V2-Gruppe ausgetreten sein. Und dann hat mir das Amtsgericht Dorsten bestätigt, dass ich da aus der Gruppe, wo mein Taufe gar nicht bekannt sein soll, ausgetreten bin, am 19.09.1995. Und hier auch mein Diplom, 30. Juni 1995, Prädikat sehr gut. Unterschrift Wolfgang Kahrs, Rektor Goyari und ein Vertreter der Regierung Graubünden. So, also um es nochmal zu verdeutlichen, exakt dasselbe Amtsgericht Dorsten, das diesen V2-Austritt amtlich bestätigt, hat mich unanfechtbar zu der Lüge gezwungen, dass ich gar nicht ausgetreten bin, weil ich ja gemäß Gutachten niemals Mitglied der V2-Gruppe war. Sonst hätte man es ja irgendwie den Akten entnehmen können, dass ich getauft bin. Aber steht ja ausdrücklich im Gutachten, es ist den Akten nichts zu entnehmen. Also auch wenn ich darauf hingewiesen habe, dass ich zum Beispiel Priesterkandidat war, es war nichts zu entnehmen, dass ich überhaupt getauft bin. Sagt Schüller, und da das Gutachten unanfechtbar ist, muss ich das ja glauben. So. Und dass ich kein Diplom habe, muss ich ja auch glauben. So. Das Verbot, auf meine Taufe und mein Diplom hinzuweisen, ist klar endgültig gerichtlich festgelegt. Ich widersetze mich permanent und nachdrücklich diesem klaren Verbot,